Herzlich willkommen im Bobbyversum und zurück im Dschungel, zurück bei Green Hell zum Let's Die Together. Zusammen mit meinem Koop-Partner Shuninja, der euch jetzt sagen wird, was in der letzten Folge passiert ist. Hallo zusammen. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise am Ende der vorletzten Folge, ist der Bobby von Einheimischen getötet worden, nachdem ich von dem Gift einer Klatschbarschlange niedergestreckt wurde. Und aufgrund dessen haben wir uns gewappnet und mit Speeren und Äxten bewaffnet und wollten die jagen gehen, aber die waren lustigerweise nicht mehr da. Ja, dann sind wir zurück zum Lager, wo ich jetzt angefangen hatte, die Hütte so ein bisschen zu bauen. Bobby auch zwar Rohstoffe gesammelt hat, aber du warst mehr am Erkunden und hast dich mit was angelegt? Bienen? Ja, Bienen, eine Klapperschlange, die ich auch zerlegt habe und direkt erstmal das Fleisch eingesackt habe, was wir innerhalb der nächsten 11 Stunden übrigens essen müssen. Danach ist es schlecht. Ich würde es halt gerne braten und deswegen müssen wir wie klarkommen, dieses Feuer halt zu machen. Also ich habe hier gerade ganz, ganz viele Bäume gefällt. Wenn du da ein paar lange Stöcker noch mit rübernehmen kannst. Sofort. Man kann nicht 2 Steine tragen, weil ich wollte noch mal probieren, ob es was ändert, wenn ich jetzt halt in unsere Hütte ein paar Steine reinlege und wir dann das Feuer da quasi, also so einen Steinkreis um unser Feuer bauen können. Also es in diesem Feuerreiter oder Lagerfeuerreiter gibt es halt so viel Platz. Ich vermute, dass dann noch weitere dazukommen, aber wir müssen halt irgendwie die Rezepte erstmal finden. Ich weiß nicht, ich schmeiße einfach mal so. Vielleicht geht es auch einfach noch nicht, weil die Dings halt noch nicht fertig ist. Hungry. Ja, natürlich auch sein, ne? So, der Eingang ist fertiggestellt. Aber ich kann das halt auch von der Positionierung gar nicht irgendwie großartig ändern. Warte mal, ich gehe nochmal kurz auf das Feuer. Ansonsten, du hast ja noch so eine Steinklinge. Kannst du dort drüben gerne Palmenblätter sammeln, um diesen Unterstand fertig zu machen? Wenn nicht, können wir ja da das Feuer wenigstens rein oder so. Das kann ich gleich machen. Ich schleppe trotzdem nochmal den dritten Stein jetzt hier auch noch mit hin. Wobei 2 liegen hier noch. Die beiden Steine hole ich noch. Und dann passt das doch. Ja, ich bin hungrig, ich hör auf zu labern, Mann. Ja, ich auch. Er stellt sich halt auch echt ein bisschen an, weißt du? Holzscheite liegen ja noch ganz viel. Aber ich glaube, als ich da gerade eins zum Sammeln zerstört habe, hat er, glaube ich, nur klein die normalen Stöcker draus gemacht, aber davon ganz viele. Okay. So. Ja, wobei, doch, das könnte ein Kreis werden, Mann. Da fehlen dann jetzt aber noch so 3 Steine oder sowas, aber dann könnte das echt ein Kreis werden. Aber die legst du jetzt, nimmst du jetzt die großen Steine? Ja. Oben am Eingang war auch noch einer. Aber die kannst du doch gar nicht positionieren, richtig, oder? Ja, deswegen wundert es mich, aber wenn ich das jetzt halt hier einfach fallen lasse, dann sieht es positioniert so aus. So, Wand fertig. Damit fehlen nur noch 7 lange Stöcker scheinbar. Und ich sollte mir abgewöhnen, die ganze Zeit zu laufen. Na, ich mach das aber auch. Das ist halt so Ego-Shooter-mäßig drin, einfach. Ich bin einfach gerne schnell. Kleiner Stein. Hatten wir eigentlich schon Nüsse gefunden? Nur ganz am Anfang. Seitdem nie wieder. Bin gespannt. Nein, es wird einfach nur ein Steinhaufen. Mann, es wird wirklich einfach nur ein Steinhaufen. Vielleicht muss ich kleine Steine nehmen. Ich weiß es nicht, Mann. Aber das muss doch gehen. Ich brauche nur einen großen Stein, dann wäre der Kreis quasi vollständig, der Steinkreis. Aber ich glaube, selbst die Leute, die Stonehenge damals gebaut haben, würden mich einfach nur machen, ja? Ja, ich weiß, du hast Hunger. Stell dich nicht an. Oh ja, geht doch mal hier lang. Wenn das mit dem Feuer klappt, dann gibt es lecker gebratene Klapperschlange an Schnecke angerichtet. In Schneckensoße? In Schneckensoße. Was war hier vorne so? Feuer.
diese blöden Stämme hier, ja, die man nicht kaputt machen kann, glaube ich. Aber einfach halt immer im Weg liegen. Einfach. Platz schaffen, drehen. Ja, das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Die Scheiße kann ich nicht reinbauen. Warte mal, jetzt mache ich mal ganz viele kleine Steine einfach. So, sammeln. Sammeln. Ach, erhöht den Schaden, geringer Ausdauerverbrauch. Das passiert, wenn du bestimmte Fähigkeiten immer wieder benutzt, wie schwere Klingen und so. Okay. So, und wenn ich den Mist jetzt hier einfach auf den Boden werfe. Speerfische. God, I'm so hungry. Ja, aber so richtig positionieren kannst du es halt auch nicht, ne? Der wirft die halt auch nur über den Haufen. Ich glaube, ich muss erst das Feuer bauen einfach. Ich glaube, ich muss erst das Feuer bauen und könnte dann im Nachhinein da so vielleicht so ein Stein drumherum liegen oder sowas. Das könnte vielleicht funktionieren. Ja, gut. Natürlich jetzt großartig ist alles, aber machen. Hast du eigentlich irgendwie mitgekriegt, dass außer dem Lebensmitteln auch andere Dinge respawnen wie Bäume? Würde ich schon sagen. Also ich habe hier eigentlich alle Palmen weggeschnitzt, die hier so rumstanden. Ich glaube, da sind wieder ein paar von da. Also Büsche. Weil die Bäume, die ich hier oben gerissen habe, die sind alle nicht da. Ich ziehe mir erstmal die Frucht rein, weil ansonsten kippe ich nämlich gleich. Ich esse gleich auch das Airo. Ich bin auch schon von der Ausdauer wieder ganz runter. Das Airo ist überhaupt gar kein Problem. Boah. Was wollte ich, was wollte ich, wollte ich mir reinziehen, ne? God, I could use a drink. Essen. Ach du Scheiße. 25 Kohlenhydrate, 15 Proteine, 10 Energie, geistige Gesundheit plus 1. Also die Frucht müssen wir auf jeden Fall anbauen, wenn wir das irgendwann können. Weil die hat's rausgerissen jetzt, ne? Bin ich fast wieder fit, muss ich sagen. Übrigens bei unserem alten Lager, oh, ich kipp gleich um wegen Ausdauer, Scheinpflaster. Bei unserem alten Lager, wenn wir oben lang laufen, du bist ja links lang gelaufen zu der ersten Schlange, da ist so eine Wand mit Malereien. Okay. Von Einheimischen. Ich kipp um. Können wir mal in der Nacht schlafen oder ein paar Stunden? Und kannst du mich mal hochheben, bitte? Wo bist du umgekippt? Oben bei unserer Holzabbaustelle. Wärme, Wärme. Energie ist auch so ein bisschen im Keller, einfach. Na dann direkt ins Bett danach. Für wenigstens diese Folge noch das Haus und das Bett. Jawohl. Dankeschön. Ja, pass auf, dann helfe ich dir doch eben. Schleppe ich hier den langen Stock mit weg? Beides, sind zwei, ja. Dann nehme ich die Holzscheite mit. Das ist auch noch ein langer Stock, drei. Okay, so. Von Holzscheiten kann man nur drei nehmen. Wollen wir trotzdem aber das nochmal abwerfen und im Bett schlafen vorher? Ja, ich kann ja meine langen Stöcker hier wieder in den langen Stockhalter reinstecken. Oh, schön hingelegt. Fast auf mein Bett, Mann. God, I'm thirsty. Ich finde das so krass, dass im Schlaf halt diese Gesundheit einfach so krass runtergeht, ne? Jetzt ist auch. Alter, du hast einen Igel. Warte mal, bleib mal stehen. Stopp mal. Nein, Ja, ich muss jetzt auch einfach... Nein, das Klapperschlangenfleisch ist verdorben. Ach, Kacke. Schade. Und mein anderer Pilz auch. Auch verdorben. Alles verdorben. Ja, ich muss unbedingt was essen. Oh, I'm hungry.
Sag mal, dieses alte Kokosnussding, was da lag, hast du das mitgenommen und rübergebracht, oder? Ja, das tut man dem anderen Verhältnis. Boah, ey, wie ich diese Klapperschlange zerlegt habe und jetzt ist es halt einfach weg, Mann. Es tut mir leid. Das wäre unsere letzte Dschungelmahlzeit gewesen hier, ne? So, hinein mit dir. So, hier vorne fehlen noch zwei lange Stöcker. Und hier hinten, glaube ich, drei. Meine Axt ist so, die Peile waren hier oben für den Unterschlupf. Kommen aber auch recht viel raus aus so einem Dings, ja. So ein Palmenbusch. Thirsty. Ich hab schon wieder einen Igel. Okay, einer ist fertig, scheinbar. Die Igel nerven echt ein bisschen, muss ich sagen. Wo haben wir denn weit? Oh ja, da sind wir zwei. Weg mit dem Scheiß. Ja, okay, im Prinzip brauchen wir dann ja einfach jetzt noch mal ein paar lange Stöcke. God, I'm so hungry. Drei lange Stöcke. Apfelschnecke reinziehen. Auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen. Und jetzt ist es dunkel. Am besten müsste man das auch so timen mit seiner Ausdauer, dass man halt nur nachts schläft. Ja gut, da verlangst du, glaube ich, ein bisschen viel. Übrigens, ich glaube, wenn wir in dem richtigen Unterschlupf schlafen, dann geht die Gesundheit bestimmt nicht so schnell runter. Weil dann haben wir ja einen erholsamen Schlaf. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt irgendwie schlafen kann, muss ich was essen. Ja. Ansonsten gehe ich halt einfach drauf. Das geht mir ganz genauso. Ah, hier sind Nüsse. Eine esse ich schon mal. Scheiße, Mann, ich bräuchte noch einen zweiten langen Stück. Du hast hier schon den kompletten Regenwald einfach gerodet, ja? Das ist ja total übel, Mann. Ich habe ein paar Pilze und noch eine Nuss für dich. Vier habe ich auch. Ja, würde ich nehmen. Warte mal. Ich habe ja noch meinen Speer, oder? Weil hier ist gerade das Wildschwein. Boah, Alter, er liegt das Wildschwein. Warte, ich komm. Ich hoffe, ich schaff's. Scheiße, da ist ein Jaguar. Das Wildschwein rennt zum Jaguar. Da sind sogar zwei Wildschweine beim Jaguar. Aber da liegt eine Kokosnuss. Ich versuche einfach, die Kokosnuss zu klauen. Wer hat die Kokosnuss? Ja, weißt du, wenn ich nicht halt so komplett am Sterben wäre, ne, dann wäre das wahrscheinlich auch einfach viel geiler. Ich komme jetzt zum Lager zurück. Die Kokosnuss habe ich dabei und ein paar Pilze. Das ist zwar kein Festmahl, aber damit sollten wir wenigstens ein bisschen wiederkriegen. Hinlaufen einfach. Ja, wieder Richtung Ursprungspunkt, Spawnpunkt. Okay. Ja, da hinten kommst du angeschlappt. Sauber trinken. Trinken hilft schon mal ein bisschen. Ich schlürfe mal die ganzen Kokosnüsse hier aus. Ernsthaft. So, warte, ich schmeiß dir schon mal die Nuss raus. Und eine Kokosnuss.
Ja, okay, das reicht doch schon mal wieder. Ey, bleib mal hier. Mann. Hoppala. So, und eine weitere Nuss, die da liegt. Aber warte mal, die packe ich mal mit nach vorne. Huh. So, warte mal hier, die Nussschale. Ja, aber dann lass uns doch mal gucken, ob wir nicht... Ja, wobei, ich brauche was zu trinken, sagt er jetzt. Du hast doch gerade getrunken. Wie undankbar. Ja, ich verstehe dich auch irgendwie nicht, ne? Wenn du noch eine Steinaxt hast, dann lass doch kurz nochmal oben zum Regenwaldgebiet gehen. Dann nochmal schnell ein paar Bäume fällen. Ja, ja, hab ich noch. Weil noch dann ist das Ding fertig. Dann können wir wenigstens in dem richtigen Bett mal schlafen. Vielleicht geht dann unsere Gesundheit auch hoch statt runter. Das wäre ja das wär wert. Hauptsache, hier sind noch irgendwie ein paar Bäumchen übrig auch. Also der Boden ist auf jeden Fall hier gepflastert noch mit Steinen und ganz vielen Baumscheiten, also diese großen noch. Ja, und die normalen Stöcker sind hier auch, ne? Aber ich habe hier eben schon versucht, weil also vorne an dieser einen Hütte, da fehlte auch nur noch ein langer Ding. Aber hast du beim Rauslaufen gesehen, dass da diese Symbole war? Mensch, hack dir doch jetzt den Baum um. Was ist denn mit dir? Ja, du bist, glaube ich, nicht so geprobt wie ich. Holzschalter. Warte mal, ich versuche jetzt mal, was passiert, wenn ich den sammel. Und dann kriege ich nur neue Stöcker und ein Feuerbrett kommt da raus. Hier, aber ich habe ein paar gefällt. Da müsstest du jetzt immer 5 kannst du starten von den langen. Regnet, ich habe auch gleich Durst. Hast du 5? Noch irgendwie was? Ne? Ich habe 3 habe ich jetzt. Ich habe mindestens 4 Bäume gefällt. Aber die sieht man manchmal auch schlecht. Na, ich guck mal. Ja, ist halt auch relativ dunkel jetzt hier. Mm. Aber ich glaube, ich kann keine weiteren aufnehmen. Oh, warte mal, hier langer Stock, doch, den kann ich noch mitnehmen. Dann habe ich 4. God, I'm so hungry. Ja, damit gehe ich jetzt zurück. Ich sehe auch schon gar nicht mehr, wo ich gerade den letzten Baum gefällt habe. Weil, wie gesagt, auch die 20 Minuten haben wir gleich wieder voll. Dann haben wir jetzt hier einen perfekten Abschluss. Sag das nicht so übereifrig. Weiß, was auf dem Weg noch passiert. Ach, hier sind also die auf jeden Fall scheint gut zu sein. Du wirst schwächer, um Energie zu sammeln. Benutze ein Bett. Benutze mal bitte. Na, wobei, ist egal. Wenn du die Stöcker benutzt hast, dann sei mal bitte so freundlich und mach noch so eine Palme kaputt. Um diesen zweiten Unterschlupf, dann hauen wir uns nämlich da rein zum Speichern. Dann, dann können wir das nämlich noch als Finale für die Folge testen. Ja. Nächste Folge würde ich dann hier oben die ganzen Stände abmontieren und dann... Oh kacke, ich glaube, ich habe keinen... Dings mehr. Aber mit einer Axt kann man die auch kaputt machen, oder mit einem... Nee, ich dachte, ich hätte kein Seil mehr, hatte ich aber noch. Seile müsste ich auf jeden Fall dabei haben. Palmblatt. Bananenblatt geht nicht, ja. Nee, der muss Palme sein. Es gibt halt beide Unterstände. Ich glaube, hier liegt so viel Zeug, deswegen kann ich das nicht reinmachen. Na, da drüben ist noch eine Palme. Die schnippt sich nochmal weg. Schön, dass hier demontieren steht. Aber nicht montieren. Krieg ich nicht hin. Oder habe ich die falschen Dinger in der Hand?
mehr kann ich nicht nehmen. Boah, ich komme ja auch gar nicht mehr hoch. Scheiße, Mann. So. So, dann weiter rein. Ich sterbe sonst an Ermüdung. Jetzt war ich rechts auszusehen, aber... Ist egal, ein Unterstand. Okay, aber so wie es aussieht, geht die Ausdauer ganz langsam nur runter. God, I could use a drink. Ja, schon. Ich bin ziemlich am Ende. Die anderen kannst du haben. Schnell. Oh nein, jetzt habe ich die genommen. Ah, Scheiße. So, ich speichere mal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss für heute. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal.